Ja, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Kerbal Space Program 2 im Early Access. Letzte Folge hatten wir ja ein Flyby-Manöver gemacht mit einer relativ kleinen Ein-Person oder einen Kerbal-Person Ein-Mann-Rakete, also eine kleine Rakete, die zum Moon geflogen ist und dann ein Orbit hergestellt hat am Moon und wieder zurückgekommen ist. Kurz vorm Aussetzen oder beim Eintritt in die Atmosphäre und dann kurz vorm Aufsetzen im Ozean ist mir das Spielleiter abgestürzt. Also ist noch ein bisschen verbuggt, das Programm. Konnte also die Folge nicht ganz komplett abschließen. War aber quasi schon fast fertig, nur der Aufprall hat gefehlt im Wasser. Und die Mission war abgeschlossen. Diese Folge wollen wir mit einer relativ großen Rakete zum Mond fliegen, dort aufsetzen, mit 5 Kerbals. Und wir haben jetzt immer mal alles dabei, was wir brauchen. Eine große Rakete mit einem großen Triebwerk, mit viel Schub und ein paar Booster. Dann ja ein Hauptabteil, ein Mittelabteil und eine dritte Stufe, die dann auch das Landemodul darstellt, mit dem Raumschiff, wo die 5 Kerbals drin sitzen. Ein paar Solarpaneele, ein bisschen Kommunikation, eine Batterie hier, eine Ausstiegsluke mit Leiter und ein paar Landebeine. Ja, also alles, was man so braucht, um zu landen. Ja, und dann würde ich vorschlagen, wir versuchen es. Bringen das Ding erstmal in die Luft, in den Orbit, im Kerbal und dann schauen wir, wie wir zum Mond gelangen. Dann geht's los. Ersten Abschnitt der Atmosphäre haben wir gewonnen. Jetzt steigt doch die Geschwindigkeit etwas schneller an. Nehmen wir ein bisschen Speed raus. Wir reduzieren das Haupttriebwerk ein bisschen. Und fangen an, uns etwas Richtung 90 Grad zu neigen. In der oberen Atmosphäre. Die Booster sind gleich leer. Abkoppeln. Hat funktioniert. Die Rakete erstmal ein bisschen stabilisieren. Und nehmen etwas Geschwindigkeit raus. Schauen erstmal auf die Karte. Apoapsis ist schon relativ hoch. Müsste eigentlich reichen. Ja, sie macht eine leichte Trudelbewegung.
sollten wir gleich aus der Atmosphäre raus sein. 70.000. Jetzt sollte es eigentlich relativ einfach sein zu navigieren und sich auszurichten. Wir richten uns jetzt 90 Grad aus, dass wir möglichst schon einen Orbit aufbauen. So, dann können wir eigentlich erstmal die Triebwerke abschalten und den Aufstieg erwarten. Bis wir vor der Apoapsis sind. Und dort werden wir dann Vollgas geben, um den Orbit aufzubauen. Eine leichte Trudelbewegung im Raumschiff, in der Rakete. Gegensteuern müssen. Aber die Stufe ist eh gleich leer. Zwar jetzt. So. Jetzt gilt es, den Restorbit aufzubauen. Und da ist er. Dann werden wir mal hier vorspringen. Uns ausrichten. Den optimalen Orbit herstellen. So, das müsste reichen. Jetzt schauen wir erstmal, wo der Moon ist. Dann werden wir mal als Ziel setzen. Ja, vielleicht können wir sogar hier schon einen Navigationspunkt setzen. Ein Manöverpunkt. Und da haben wir schon unseren Eintrittspunkt. Gleich geht's los.
Sauerstoff und Delta V haben wir auf jeden Fall da. Und los geht's. 42 Sekunden. Beschleunigen. Ja, perfekt. Wir sind quasi auf Kollisionskurs. Da sollten wir vielleicht noch ein bisschen... Genau. Bis 86.000 Meter. Das passt. Dann können wir eigentlich schon hier mal die Solarpaneele ausfahren. Zwecks Energieversorgung. Für den Flug, obwohl das natürlich jetzt noch simuliert ist, weil Strom wird noch nicht verbraucht. Und dann können wir eigentlich mal vorspulen. Zack. Dann stehen wir hier noch hin. Kommunikation können wir vielleicht noch mal ausfahren. Das ja. Zack, Antenne ist draußen. So. Und dann warten wir auf den Eintrittspunkt, wenn unser... Na, wo ist der Mond? Also, wenn unser Raumschiff in die Gravitationsfalle oder in den Gravitationsbereich des Mondes eintritt. Können wir etwas vorspulen? So, jetzt sind wir quasi hier in der Gravitationsblase oder im Gravitationsfeld des Monds und fallen jetzt in das Gravitationsfeld hinunter, relativ nah sogar, die Periapsis ist bei 89.000 Meter, dann lassen wir uns auch mal reinspringen. So, wir sind jetzt natürlich im Schattenbereich, das heißt, wir haben, wo ist die Sonne? Hm. Oh, wahrscheinlich dahinter irgendwo. Okay. Ja, sind im Schatten, also keine Sonnenstrahlung, keine Energielieferung für die Solarpaneele. Diese Solarpaneele werde ich erstmal wieder einfahren für die Manöver jetzt. Komm, können wir auch wieder einfahren. Das ist das hier. Da oben ist die Antenne. Komm, okay. So, denn jetzt wollen wir etwas abbremsen. Und zwar bei der Periapsis. Um quasi einen Orbit herzustellen für den Moon. So,
noch genug da. Können wir uns also bequem einen geeigneten Landepunkt auswählen, irgendwo in der Sonne. Ein bisschen da. Am liebsten würde ich hier in dem Bereich landen. Das muss man auch anders. Vielleicht kann ich mich noch leicht dahin navigieren. Ja, die Richtung. So richtig, okay. So, dann richten wir uns erstmal zum Bremsen aus. Dann können wir schon mal die Stufe vielleicht abkoppeln oder benutzen noch das Triebwerk. Ja, wir nutzen noch das Triebwerk, um abzubremsen. Spulen etwas vor. Lassen uns Richtung Moon fallen. Mal kurz neu ausrichten. Vorspulen. Und dann kommen wir langsam Richtung Oberfläche, der Oberfläche entgegen. Kurz ausrichten. Sind jetzt auf 7.500 Meter Höhe. Und benutzen jetzt noch den Treibstoff der mittleren Triebwerksstufe. Für ein bisschen abbremsen.
Die werde ich schon mal ausformen. Dann lassen wir uns ganz leicht nach unten fallen. Da sehe ich einen Stein, das ist der Zeitpunkt abzukoppeln. Distanz aufzubauen. Und lassen wir uns jetzt langsam auf die Oberfläche treiben. So, die Triebwerkstube, die wird gleich aufschlagen unten. Felsen haben wir, glaube ich, jetzt nicht im Weg. Aber vielleicht wieder, muss man mal ein bisschen aufpassen. Zack. Wie? Okay, da war noch Resttreibstoff drin. Ich hoffe, wir kippen nicht um. Bisschen schräg ist es ja anscheinend. Aber wir landen zumindest nicht auf dem Stein. Ganz sachte.
sieht gut aus. Er springt noch ein bisschen. Aber ich denke, er wird sich stabilisieren und stehen bleiben. Gut. Wir sind auf dem Mond gelandet. Ja, da sitzen wir hier auf. So langsam kommt er auf den dritten Bein drauf. Gut, dann Solarpanel raus für die Stromversorgung. Komm raus. Da oben ist Kabel. Die Leiter rausfahren lassen. Ich hoffe, das reicht bis unten. Ja, ganz knapp. Und Bob darf als Erster. Eieiei. Das ist nicht gut. Aber steht noch. So, dann haben wir unseren ersten Kürbel auf dem Mond. Jetpack hatten wir auch, da können wir wahrscheinlich wieder rein. Na, was wir erstmal tun, ist eine Flagge aufstellen. Moonlandung. Was haben wir heute? Den 3rd Access. Okay, geht nicht so viel. Moonlandung. Oh Mann, das...